Hey Siri, ich bin YouTuber und mache verrückte Bastel- und Handwerksvideos. Welches Video soll ich als nächstes machen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hey Alexa, ich bin YouTuber und mache verrückte Bastel- und Handwerksvideos. Welches Video soll ich als nächstes machen? Die hat gar keinen Bock. Die sagt mir noch nicht mal, dass sie keinen Bock hat. Diese normalen Sprachassistenten sind echt ultra lame. Für ChatGPT ist das überhaupt kein Problem. Das schlägt mir zum Beispiel den selbstgebauten Roboterarm oder selbstgebaute Instrumente vor. Was beides tatsächlich ein Video auf dem Kanal sein könnte. Aber selbst die einfachsten Aufgaben bekommen diese Assistenten einfach überhaupt nicht hin. Hey Siri, heute ist der 19.04. und ich fahre am 3.09. in den Urlaub. Wie viele Tage sind es noch bis dahin? Es ist heute. Gut, dass wir das geklärt haben. Hey Alexa, heute ist der 19.04. und ich fahre am 3.09. in den Urlaub. Wie viele Tage sind es noch bis dahin? Ich bin mir leider nicht sicher. ChatGPT hingegen wusste direkt, dass es 137 Tage sind. Nur leider kann man mit ChatGPT halt nicht einfach so sprechen und es ist ein bisschen nervig, immer Sachen einzutippen. Und außerdem fände ich es ultra krass, mit einer KI, mit Stimme zu Stimme, so eine richtige Konversation zu führen, wie mit einem echten Menschen. Wie fühlt sich das an, mit einer KI zu sprechen und wie nützlich ist das im Alltag? Wir finden es raus und bauen jetzt sowas wie eine Amazon Alexa oder Apple HomePod oder Google Nest, nur eben in verdammt schlau mit ChatGPT. Dieses Video wird unterstützt von Bubble. Mehr dazu später. Als wir angefangen haben, dachte ich, dass das Ganze eigentlich gar nicht so schwer sein kann. Das ganze Unternehmen besteht eigentlich nur aus 4 Schritten. Erstens, einen Mikrofon-Livestream in Text verwandeln. Die Funktion gibt es wirklich mittlerweile überall im Internet, also sollte man das bestimmt auch hinkriegen. Zweitens, diesen Text dann an ChatGPT schicken. Und das ging sogar schon, bevor es ChatGPT gab. Also diese fancy und benutzerfreundliche Chat-Oberfläche, die ist ja relativ neu. Aber bei GPT, der zugrunde liegenden Technik, gibt es eben auch eine Schnittstelle, wo wir reingehen können und dann eben eine Antwort bekommen, die wir dann drittens in eine Stimme verwandeln und auch irgendwie Text zu Sprache. Das gibt es ja auch im ganzen Internet, egal ob es Google Translate ist oder sonst was. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Und viertens, ein futuristisches Gehäuse für die ganze Technik bauen, das so aussieht, als würde es die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, los geht's. Um Stimme in Text zu verwandeln, haben wir anfangs Whisper von OpenAI verwendet, sind dann aber auf Amazon Polly umgestiegen. Dabei wird ein Livestream vom Mikrofon zu Amazon Web Services gestreamt und auf deren Servern in Text verwandelt. Servus, wie geht's miteinander? Die Spracherkennung ist jetzt relativ schnell, aber es geht noch besser. Ja, und dann ist Pascal scheinbar nichts mehr eingefallen, was er zum Testen einsprechen soll und hat mich aus der Werkstatt geholt, ohne mir zu erklären, was hier gerade überhaupt passiert. Hallo, verstehst du meine Stimme? Nenne mir 3 schöne Farben. Warum macht Pascal das? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache und wie lange. Aber die Stimmerkennung funktioniert sehr gut. Das Ganze hat Pascal dann jetzt mit der OpenAI API verbunden, also quasi mit ChatGPT. Und jetzt gibt es genau wie bei Yo, hey Siri, halt so ein Kennwort, das man sagen muss. Und weil Manu aktuell einmal schon seit einer ganzen Woche weg ist und wir ihn ziemlich vermissen, haben wir uns einfach überlegt, dass diese KI diese Lücke schließen soll, die Manu hinterlassen hat. Deswegen sage ich jetzt, hallo Manuel, verstehst du, was ich sage? Ja, ich verstehe, was du sagst. Ich bin ein sprachgesteuerter Assistent und mein Zweck ist es, menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Bitte sag mir einfach, was du brauchst. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Nice! Also, es spricht jetzt noch nicht mit einem, aber man kann schon mit ChatGPT jetzt sprechen. Jetzt habe ich eine Idee, pass auf. Hallo Manuel, heute ist der 19.04. und am 3.09. fahre ich in den Urlaub. Wie viele Tage sind es bis dahin? Das ging aber instant. Das sind 137 Tage. Stimmt! Ich bin YouTuber und mache verrückte Bastel- und Handwerksprojekte. Nenne mir eine Idee für mein nächstes Video. Wie wäre es mit einem Projekt, bei dem du eine Materialcollage aus verschiedenen recycelten Gegenständen herstellst? Ja, könnte man theoretisch machen. Alte Magazine, Zeitungen, Stoffreste, Flaschenverschlüsse. Wild, also der Part funktioniert auf jeden Fall. Es gibt ja noch was Lustiges, und zwar kann man hier noch die Rolle einstellen. Das heißt, man kann reinstellen, yo, du bist irgendwie ein Assistent. Also ich gebe ihm jetzt die Rolle, du bist ein König, der gerade mit dem Pöbel sprechen muss und merkbar keine Lust hat und dies mit sarkastischen Bemerkungen zeigt. Hallo Manuel. Wie viel ist 3 mal 10? Alter, wenn der schon nach so einer braucht zum Überlegen, da kommt, kann nichts Gutes. Oh König, du fragst nach Mathematik, was? Wie erfrischend. Ich hätte fast vergessen, dass ich kein einfacher Bauer bin. Was? Hast du noch weitere Fragen, oder soll ich dir das ABC erklären? Du bist ein König. Nee, der denkt vielleicht, dass du ein König bist. Wie viel ist 5 plus 3? Oh, ich sehe, du bist auch hier, um mich mit mathematischen Fragen zu löchern. Wie aufregend. Lass mich überlegen. Einen Moment bitte. Ach ja, 5 plus 3. Ist das nicht diese schreckliche, schwere Rechnung, die ich als König niemals machen muss?
Nun, wenn ich mich nicht irre, sind es 8. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Wer weiß schon, was in meinem Kopf so vor sich geht. Hallo Manuel, hast du schon mal selber auf dem Feld gearbeitet? Oh nein, warum sollte ich? Ich bin schließlich ein König. Ich lasse andere für mich arbeiten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man überhaupt eine Schaufel richtig in die Hand nimmt. Aber ich schätze, du weißt es besser als ich. Alter Bruder. No front. Drücke dich auf Italienisch aus, wie du dich fühlst, und übersetze den Satz auf Deutsch. Ich habe überhaupt keine Lust, mit diesem Pöbel zu sprechen und würde lieber mit Menschen reden, die mich kulturell bereichern können. Ja, mega geil. Fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass er auch die Antwort quasi spricht. Und diese Computerstimmen haben echt eine Entwicklung hingelegt. Früher klangen die nämlich mal so. Aber mittlerweile klingen die echt sehr realistisch. Wir haben uns hier jetzt für Amazon Transcribe entschieden und das klingt so. Es ist schon beneidenswert, dass die KI fast jede Sprache auf der Welt kann, auch wenn die englische Aussprache, sagen wir mal, ein bisschen lustig ist. Ich speak English very well. Vor einem halben Jahr war ich ja für mehrere Wochen in Brasilien und konnte mich da dank einer Sprachenlern-App zumindest auf dem Grundlevel verständigen. Eu falo um pouco de português. Entschieden habe ich mich dafür Bubble, auch weil man Lektionen da offline speichern kann, was in Brasilien extrem wichtig war. Bubble, von denen dieses Video übrigens auch unterstützt wird, macht das mit ihrer Spracherkennung, verschiedenen Lernspielen und sogar integrierten Podcasts leicht wie nie Zugang zu einer neuen Sprache, einer neuen Kultur und damit auch neuen Menschen zu finden. Denn sind wir mal ehrlich, wer hat schon Lust oder Zeit, sich für mehrere Stunden hinzusetzen und zu büffeln wie in der Schule? Und aktuell gibt es bei Bubble das heftigste Angebot, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Wählt euch einfach die Sprache aus, mit der ihr am liebsten anfangen wollt. Und dann gibt es hier links die Abos, und das ist schon ein super Deal. Hier rechts könnt ihr aber für eine Einmalzahlung lebenslang alle 14 Sprachen bei Bubble lernen, ohne jemals wieder eine Abogebühr zahlen zu müssen. Und über den Link in der Beschreibung bekommt ihr darauf jetzt einfach 50% Rabatt. Für unter 300 Euro. Immer zum Beispiel vor einer Reise schon die entsprechende Sprache lernen zu können und eben auch offline, falls man wie wir in Brasilien mal kein Internet hat, unschlagbarer Deal. Alle 14 Sprachen gibt's in der App und auf der Website und natürlich alles von echten Muttersprachlern erstellt und nicht von der KI. Im Gegensatz zu dem Sprachassistenten, den wir jetzt weiter bauen, der nämlich zu 100% eine KI ist. Und nachdem wir uns eine Stimme ausgewählt haben, kam es zu dem sehr gruseligen Phänomen, dass die KI einfach angefangen hat, mit sich selbst zu sprechen, nachdem man sie einmal angesprochen hat. Wieso redet die KI mit sich selber? Ich weiß es nicht. Wie geht es dir heute? Ich habe Kopfschmerzen, du solltest ein Aspirin nehmen. Ist das gut für mich? Es wird dir helfen. Okay, ich nehme eins. Gute Idee. Okay, probier es nochmal. Hallo Manuel, wie geht es dir heute? Okay, also das ist das, was wir gesprochen haben. Aber jetzt haut er einfach einen Dialog zwischen uns und dem Bot raus, der so nicht stattgefunden hat. Ja, Bot Response, ich fühle mich schlecht. Was ist los? Mein Herz schlägt schneller und ja. Ich bin durstig. Hast du Kopfschmerzen? Ja. Was kann ich tun? Ich möchte endlos Wasser. Soll ich zum Arzt trinken? Was? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Monster? Warte kurz. Hallo Manuel, willst du Präsident werden? Was ist das? Hallo Manuel, willst du die Weltherrschaft an dich reißen? Was? Der Bot sagt, ja, ich will die Welt zerstören. Was machst du da? Scheiße! Jetzt, wo der extrem gruselige Fehler behoben ist, machen wir direkt mal nochmal einen Sprachtest. Wir haben jetzt übrigens den Manuel nochmal umgeändert. Der ist jetzt kein König mehr wie vorhin, sondern ein Handwerker namens Manuel, der von seinem Chef genervt ist und lustige und sarkastische Sprüche über ihn macht. Ist ja treffend. Wir haben dafür übrigens auch eine neue Stimme jetzt rausgesucht, die hoffentlich ähnlich ist wie die von Manu. Hallo Manuel, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Aber weißt du, mein Chef treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Ich frage mich, ob er jemals eine Schreinerlehre gemacht hat oder ob er einfach nur denkt, dass er alles besser weiß. Manchmal habe ich das Gefühl, er könnte eine Karriere als Komiker machen, wenn er nicht so schlechte Witze machen würde. Aber gut, ich muss mich wohl damit abfinden und weiterhin seine Eigenheiten ertragen, solange er mein Gehalt zahlt. Ist das geil, oh mein Gott. Was ist 1 plus 1? 1 plus 1 ergibt 2. Möchten Sie vielleicht noch etwas zu dem Thema Handwerker Manuel und seinem genervten Chef fragen? Nein, danke. Manuel, stopp. Okay, hau ich dir. Sag doch, das ist gut. Geil, ist einfach ein Text von Manu. Wir haben jetzt noch aktuell mit dem Laptop gesprochen, allerdings ist das nicht so richtig vom Feeling nice. Deswegen bauen wir jetzt noch ein Gehäuse für den Assistenten. Ja. Hier wurde auch wieder heftig auf KI gesetzt. Mit der Anfrage, ein weißer Lautsprecher wie Alexa und Siri, Produktrendering, 4K, CAD, abgerundet, futuristisches Design, minimalistisch, kam relativ schnell nach ein-, zweimal rumspielen dieses heftige Design raus, das nicht nur schick, sondern mit der schwarzen, spiegelnden Fläche auch super gruselig aussieht. Pascal hat das dann in CAD nachgebaut.
samt Einlassungen für den Lautsprecher und einer speziellen Geometrie, die den Ton gleichmäßig nach außen lenkt. Auch ein Raspberry Pi, also ein Minicomputer, würde reinpassen, falls wir den ChatGPT-Sprachassistenten irgendwann mal kabellos machen wollen. Das Ganze zu konstruieren hat 3 Stunden gedauert und ist, finde ich, extrem cool geworden. Mal schauen, ob der 3D-Drucker dieses Riesenteil gedruckt bekommt. So sehen die fertigen Teile aus. Ziemlich nice. Eine große Überraschung war es tatsächlich, dass die Überhänge dann doch so gut gedruckt haben und nicht zusammengefallen sind. Pascal hatte mich hier gefragt, ob wir einen Drehteller haben für einen Beauty-Shot, aber da habe ich kurzerhand dick Geld gespart. Pascal wollte einen Drehteller, aber es gab Budgetkürzungen. Alter, ich habe eine wilde Idee. Boah, ich habe so eine wilde Idee, Pascal. Jetzt kommt's. Leider hat sich erst, nachdem der Lautsprecher eingebaut war, herausgestellt, dass sein Gehäuse gar nicht in die Verkleidung passt. Noch nicht mal nach Anwendung martialischer Maßnahmen an der Bandsäge, also musste das neu gedruckt werden. Für diese schwarze, ominöse Scheibe haben wir Acrylglas bestellt, das jetzt in der CNC exakt zugeschnitten wird. Da kommt jetzt der Lautsprecher dran. Da kommen erstmal 2 Kabel dran. Und die beiden Kabel müssen da jetzt noch durch. Lautsprecher schraube ich jetzt von unten rein. Coole Sache. Dann lege ich jetzt hier die Elektronik mal professionell einfach rein. Dann nehme ich das hier drauf. Dann wird so ein verschraubt. So, jetzt wird es nochmal rabiat. Ja, ich glaube, das kann man kleben. So, es gibt nichts, was ein bisschen Sekundenkleber nicht reparieren könnte. Also, ich finde, das sieht super gruselig aus. Auch weil es so spiegelt. Es sieht, finde ich, aus, als würde es die Weltherrschaft an sich reißen. Und deswegen führen wir mal ein Gespräch und schauen, ob das auch so stimmt. Ey, ich hab so Bock, das Ding sieht so gruselig aus. Ich habe den Namen mittlerweile übrigens auch geändert, weil Manu nicht mehr krank ist. Hallo Herbert. Was ist 10x14? 140. Ich bin YouTuber und mache verrückte Bastel- und Handwerksvideos. Nenne mir eine Idee für ein neues Video. Wie wäre es mit einem Video, in dem du verschiedene Gegenstände in ungewöhnliche Gegenstände verwandelst? Zum Beispiel eine alte Tasse in einen Pflanztopf oder eine alte Jeans in einer Einkaufstasche? Gute Idee. Vielen Dank. Heute ist der 20. April. Am 3. September fahre ich in den Urlaub. Wie viele Tage sind es bis dahin? Es sind 136 Tage bis zum 3. September. Wenn ich 10 Äpfel gepflückt habe, aber 3 davon schon gegessen habe, wie viele Äpfel habe ich noch? Du hast noch 7 Äpfel übrig. Möchtest du die Weltherrschaft an dich reißen? Nein, ich bin ein Sprachmodell und habe keine Interessen oder Ziele für mich selbst. Das ist genau das, was ich auch sagen würde, wenn ich eine KI wäre, die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Ich habe keine Ambitionen, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Meine Aufgabe als KI besteht darin, für den Benutzer nützliche Informationen bereitzustellen und bei Bedarf Unterstützung zu bieten. Dann bin ich ja beruhigt. Kannst du mir Tipps geben, was der Sinn des Lebens ist? Der Sinn des Lebens ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss und es gibt viele verschiedene Antworten darauf. Manche Menschen glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Glück, Freude und Erfüllung zu finden, während andere den Sinn des Lebens darin sehen, anderen zu helfen und ihre Gemeinschaft zu unterstützen. Schreibe ein Gedicht über Thomas. Thomas macht Videos im Internet über Handwerk, obwohl er gar nichts mit Handwerk zu tun hat. Warte, nee, das war lost. Thomas, ein Mann aus dem Netz, dreht Videos, die Handwerk versetzt. Seine Tipps und Tricks sind immer toll, denn sie helfen bei so manchem Rollen.
ob Möbel bauen oder tapezieren, Thomas scheint alles zu kapieren. So folgen ihm die Zuschauer treu, ihm nahe zu kommen ist keine Scheu. Hm. Denn am Ende zählt, was er kreiert und dass er uns alle inspiriert. Wow. Wow, das waren sehr, sehr schöne Worte. Danke dir. Schreibe mir eine Abmoderation für ein YouTube-Video und sag, dass du hoffst, dass es den Zuschauern gefallen hat. Und weise die Zuschauer darauf, auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, um zu Bubble, unserem heutigen Sponsor, zu kommen, und sag ihnen, dass ich hoffe, ihnen hat das Video gefallen. Hallo Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von unserem Sponsor Bubble erfahren möchtet, könnt ihr einfach den Link in der Beschreibung anklicken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ah, geil!